Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Commentary mit eurem Fungi. Wir sind wieder auf der PS3 am Start, natürlich Modern Warfare 3, Team Deathmatch auf C-Town. Diesmal sogar von mir erspielt und nicht von einem meiner Kumpels. Ist ja unglaublich, endlich mal ein Gameplay vom Fungi hier. Ist auch ein ganz lustiges Spiel für Team Deathmatch, auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut. Und ja, wie gesagt, keine Sorge, es wird auf jeden Fall noch Herrschaft kommen. Ich werde noch versuchen, ein paar bessere Scores zu reißen. Natürlich ist das für mich auf der PS3 ein bisschen schwerer. Aber naja, ich sag hier jetzt erstmal was zum Gameplay. Und zwar spiele ich hier mit der goldenen MP7 Silencer, Schnellfeuer und mit den Streaks Predator, Tiefflieger und Payflow. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum eigentlich immer das gleiche Set? Du kannst wohl mit keiner anderen Waffe spielen, ne? Erstens das. Und zweitens ist es einfach so, dass ich ja auf Missionen gehe. Nicht speziell für die MP7, die benutze ich einfach nur, weil sie einfach abgeht oder weil ich damit auch am besten zielen kann momentan auf der PS3. Das ist ein ganz wichtiger Faktor für mich, dass ich damit einfach am besten aimen kann momentan und der ACR natürlich. Und keine Sorge, ich werde noch versuchen, wenn ich denn ein bisschen besser geworden bin. Ich versuche mich nämlich gerade mit der Typ 95 einzuspielen und das ist wirklich echt hart für mich. Weil mein Bananen-Aim da, ey, das ist unglaublich krank krüppelig. Naja, wie gesagt, ich versuche mich da noch mit anderen Waffen einzuspielen. Also es wird auch noch mit anderen Waffen-Gameplays kommen und es werden auch noch andere Streaks kommen. Die Streaks spiele ich nämlich auch nur wegen den Missionen, deswegen immer das gleiche. Ja. Tiefflieger sind halt eben sehr nützlich, wenn man auf höhere Streaks spielt, weil die eigentlich immer 1-3 Kills machen. Und das ist mit der AH-6... eigentlich nicht so eine Garantie. Und die Tiefflieger machen eigentlich immer Kills. Auf jeder Map eigentlich fast. Bei mir haben die noch nie keinen Kill gemacht. Unglaublich. So, aber dann komme ich jetzt auch gleich mal zu meinem Thema. Und zwar habe ich bemerkt, ach Mist, du, wie viele Serien hast du eigentlich laufen, die du überhaupt nicht mehr richtig aktiv betreibst? Und da ist mir aufgefallen, ja, scheiße, Fungis Lieblingsserien. Da habe ich erst eine Folge rausgebracht und das war The Walking Dead. Und danach habe ich nie wieder was davon gemacht. Unglaublich, ich gleich eine Schelle an mich wieder. Aber das ist auch so eine Serie, die kannst du nicht jede Woche raushauen, deswegen kann ich das nur so ein paar Mal machen. Und ich habe natürlich, ich gucke nicht so viele Serien zwischendurch, so viel Zeit habe ich gar nicht. Deswegen, ich gucke meistens immer nur eine Serie und ich bin ja auch so ein Typ, wenn ich eine Serie anfange, auch eine lange Serie, dann gucke ich die zu Ende erstmal, bevor ich eine andere anfange. Weil mehrere Serien gleichzeitig gucke ich eigentlich gar nicht. Außer für die Serien, die ich heute vorstelle. Das habe ich schon ein bisschen gespoilert. Jetzt habe ich schon gesagt, dass es mehrere sind. Und das liegt einfach daran, dass ich mir den Oberbegriff Animes genommen habe für heute. Jetzt denken sich manche, wieder so ein Spasti mit Animes. Aber ich glaube, sehr viele gucken Animes. Und ich glaube sogar, sehr viele gucken mehr Animes als ich. Ich bin momentan erst mit den Mainstream-Animes durch. Also ich bin gerade dabei. Und immer noch dabei, weil die sind ja noch gar nicht fertig produziert alle. Und ja, ich habe mir auch schon so ein paar Nicht-Mainstream-Animes angeguckt, also ein paar, die etwas unbekannter sind vielleicht unter den, ja, Anime-Guckern. Also die richtigen Hardcore-Anime-Gucker kennen die wahrscheinlich alle, aber naja, so bin ich dann halt doch nicht. Deswegen habe ich hier erstmal Top 3 genommen, weil so viele Animes habe ich noch nicht geguckt. Ich habe gehört, Attack on Titan soll ziemlich cool sein, auch von meinem Bruder. Und ich sollte mir das unbedingt reinziehen. Ich weiß den japanischen Namen leider gerade nicht, deswegen heißt es ja auch Attack on Titan. Ist für mich auf jeden Fall einfacher zu sagen. Werde ich mir auf jeden Fall auch noch reinziehen, aber erst nachdem ich die anderen durch habe. So, dann fange ich hier auch gleich mal mit meinem Platz 3 an. Und zwar auf Platz 3, da habe ich lange überlegt, wie ich das denn einordne. Und ich habe mich dann letztendlich dafür entschieden, dass das dann doch Naruto ist. Aber nicht das normale Naruto, sondern Naruto Shippuden. Das ist die Fortsetzung davon. Kennt eigentlich so gut wie jeder dann, wahrscheinlich. Aber ich bin der Meinung, dass man für Naruto Shippuden schon normal Naruto geguckt haben muss, die Vorgeschichte. Man muss ja irgendwie eine Verbindung auch zu den Charakteren aufbauen. Deswegen Naruto Shippuden, beziehungsweise in Klammern Naruto, auf Platz 3 meiner Top 3 Liste. Das ist natürlich nur meine Meinung, sieht natürlich jeder anders, ne? Also, da dürft ihr euch jetzt nicht so einen großen Kopf drum machen, das ist natürlich nur meine Meinung. Falls ihr die Animes noch kennt, ich werde die jetzt hier nicht erklären, weil ich nicht so viel Zeit habe. Deswegen könnt ihr sie einfach bei Google eingeben, obwohl ich glaube, die kennt jeder, die Animes.
Bei Platz, auf Platz 2, das war das, womit, wo ich so lange nachgedacht habe, da habe ich jetzt eingeordnet Fairy Tail. Allein aus dem Grund, weil Naruto manche Folgen sehr, ja, waren auch manchmal langweilig. Es gab langweilige Folgen, gab richtig geile Folgen, es gab lustige Folgen. Aber ich muss wirklich sagen, dass bei Fairy Tail wirklich lustigere, also mehr lustige Szenen für mich dabei waren. Konnte ich ein bisschen mehr drüber lachen und die Kampfszenen. Plus die Musik in den Kämpfen war einfach göttlich, war einfach geil. Kann ich nur empfehlen, den Anime. Das war mein Platz 2 und auf Platz 1 ist ganz klar und hundertprozentig bei mir One Piece. Einfach der geilste Anime, den ich jemals gesehen habe und immer noch gucke. Kommt ja jede Woche, jeden Sonntag eine neue Folge auf Japanisch raus. Und die ziehe ich mir immer sofort rein und ärgere mich, dass ich sie schon wieder geguckt habe und jetzt wieder warten muss. Und das war es eigentlich auch schon. Ich kann ja noch sagen, was mir so an One Piece so gefällt. An One Piece gefällt mir einfach alles. Die Kampfszenen, allein die emotionalen Momente auch. Und die Hauptfigur ist die allergeilste. Ruffy ist der Shit. Ohne Witz. Er ist einfach so unglaublich lustig, ist ernst und respektiert seine Freunde. Es ist einfach alles drin. Es ist einfach alles vorhanden in diesem Anime. Er ist für mich perfekt. Und auf Platz 4, wenn ich jetzt mehr gemacht hätte, wäre dann auf meinem Platz, weil ich noch nicht so viele geguckt habe, Zero no Tsukaima. Also wer den noch nicht kennt, kann den auf jeden Fall mal gucken. Ist mal was anderes. Ist jetzt nicht so was wie Naruto. Das ist eher so edgy, Harem, eigentlich mehr Humor. Eher so mehr so der japanische Humor, der da eingebaut ist. Aber egal, kann man auch mal gucken. Das war's von mir. Ich verabschiede mich erstmal mit einem Gutsport. Haut da rein, Leute. Euer Fungi. Peace.